Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, wir sind in Dorf Dürfurt angekommen. Ist ein kleines, lauschiges Dörfchen, so wie man sehen kann. Es gibt ein paar Orte. Eine Apotheke, eine trauernde Mutter, die immer angezeigt wird, okay. Und dort ist wohl der Weg weiter. Und auch hier geht's weiter, okay. Also haben wir einen Ort, wo wir uns umsehen können. Und vielleicht noch Nebenquests annehmen. Ja, soweit so gut. Das erste, was wir aber machen werden, ist aufleveln. Weil Hagrim und Edda haben einen Stufenaufstieg. Gucken wir mal, was wir Hagrim Neues, Tolles geben können. Erst einmal auf jeden Fall Mechanik. Da sollten wir bei ihm immer weiter steigern. Treuer Gefährte. Verteidigung gegen die ganzen Gedankensachen, gnadenloser Gefährte. Genauer verwundender Schuss, teuflischer Gefährte. Durchaus mit jedem Treffer mehr Schaden zufügt. Ja, das wäre nicht schlecht. Was könnten wir offensiv? Wilder Angriff. Giftschlag. Die Waffe des Charakters wird mit einer Mischung aus tierischen und pflanzlichen Giften getränkt. Klingt eigentlich gar nicht ganz passend. Scharfschütze. Genauigkeit gegen Feinde. Gefährliches Werkzeug. Nein, das war mit Stäben und so weiter. Zwei Waffen, Einhandstil. Wildtiertöter. Das sind alles Schadenstypen gegen bestimmte Gegnerarten. Erhöht die Chance, mit einem schadensverursachenden Angriff eine Unterbrechung auszulösen. Das ist eigentlich auch nie schlecht. Anfälliger Angriff. Charaktere verlangsamen ihre Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit, um einen Teil der Schadenszüge des Feindes zu umgehen. Gibt anfälliger Angriff. Hm. Durchdringender Schuss. Opfert Fernkampf-Angriffsgeschwindigkeit. Nee, blutiges Gemetzel auch nicht. Defensiv. Tapferkeit des Bären. Wille des Bullen. Stellung halten. Reflex der Schlange. Tapferkeit, Wille, mentale Festung. Stärke gegen Wirkung bezaubert, verwirrt, geschockt, Körperkontrolle. Unaufhaltsam. Vorsichtiger Angriff. Angriffsgeschwindigkeit mal wieder. Überlegene Abwehr. Erhöht die Abwehrverteidigung des Charakters. Selbst plus 5 Abwehr, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil in den anderen Sachen ist er als Weitläufer ziemlich hoch. Was können wir noch Unterstützung? Schneller Läufer, Bewegungsgeschwindigkeit, Waffenträger und tiefe Taschen brauchen wir nicht unbedingt. Schuss aus der Bewegung. Fernkampferholung, das klingt nicht schlecht. Kind der Flammen. Das ist alles Schadensreduktion gegen diese Elemente. Geheimnis des Frosts. Erhöht den Frostschaden und die Schadensreduktion. Schneller Wechsel, Wundpflege, Feldarzt. Ich würde eigentlich mal sagen, entweder überlegene Abwehr oder wir lassen Fenris mehr Schaden machen. Ich glaube, wir lassen Fenris mehr Schaden machen. Ja. Klingt am besten. So, Edda. Was geben wir dir? Mal einen Punkt in Athletik. Ich habe dir einen Punkt in Wissen gegeben. Das war vielleicht unbeabsichtigt. Okay, weiter. Waffen können Raufbold. Waffen können Kämpfer und Kämpfer leider zu Standardboni der, neben der Standardboni der Waffenspezialisierung. Habe ich das dir nicht schon mal gegeben? Schaden, Intellekt, Stilettkeule, Donnerbüchse. Da muss ich gerade mal nachgucken. Raufbold war der Säbel mit drin, oder? Was habe ich denn dir gegeben, Edda? Da. Waffenspezialisierung Raufbold. Verleihung Schadensbonus auf Waffen abgedeckt zu Raufbold-Waffen. 10 Waffen, Dauerbüchse, Knüppel, Pistole. Ach, das ist nochmal eine Steigerung.
Ja, weil hier ist der Waffenschwerpunkt. Das ist das, was jeder machen kann. Und Waffenspezialisierung können nur Krieger. Ah, okay. Das heißt, jetzt hatten wir hier den Punkt in Athletik. Und hier Waffen können raufbauen. Waffen können steht für höhere Perfektion, Teamkampf in Bezug auf die Techniken, mit denen die gewählte Waffe in den Kampf eingesetzt wird. Können verleiht einen zusätzlichen Schambus neben den Standardboni der Waffenspezialisierung. Okay, das ist genommen. Ups. Jetzt haben wir Waffen spezialisiert. Wo ist das Waffen können? Ach, da unten. Waffen können, ja. Warum steht das bei den Fähigkeiten, die Waffenspezialisierung? Ist vielleicht noch ein kleiner Bug oder so. Ja, den Punkt hier für Ritter hätten wir uns sparen können. Und in was anderes reinstecken. So. Ah. Wie lange müssen wir hier noch draußen herumstehen? Bis wir gefunden haben, also haltet die Augen auf. Oh, das müssen unsere Kollegen sein, wegen denen wir hier sind. Die vom bleiernen Schlüssel. Oh. Aber mit denen fangen wir jetzt erstmal keinen Ärger an. Wir wollen erst einmal zum einen rasten und uns mal in der Stadt ordentlich umsehen. Ah, wieder drei Seelenblicker, also bei denen wir reinschauen können in die Seele. Flussschilf. Oh, und wir sind Level 8 jetzt, oder? Ja, jetzt könnten wir theoretisch unsere Sachen weiter verbessern. Nicht zum Beispiel könnten wir jetzt außergewöhnlich machen, wenn wir Vitrakhirn hätten. Und vielleicht brauchen wir erst recht Vitrakhirn und Rubine. Wie sieht's bei dir aus, Edda? Außergewöhnlich? Auch Vitrakhirne. Sag bloß, da braucht man für alles, ja, Vitrakhirne. Okay. Goldsellerie. Oh, gucken wir mal kurz nach Norden raus. Ob es da... Nein, im hohen Norden scheint es gerade nichts zu geben. Okay. Gut. Ja, ich würde sagen, wir... Sollen wir erstmal in den Tempel gehen? Nee, ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen Schlafplatz und schauen uns dann die Stadt von vorne nach hinten genau an. Sind in alle diesem unverschiebten Dorf taub? Stopp. Ja, genau, der wollte was von uns. Der Wachmann seufzt erleichtert, dass er dich sieht. Ist das zu glauben? Mitten im Nirgendwo trifft man auf den berühmten Helden von Trutzbucht. Berats Rat bringt uns wirklich uns heute wirklich Gnade. Okay, unser Ruf eilt uns voraus. Everdertz. Vielleicht kannst du uns helfen. Du hast nicht zufällig unterwegs eine junge elfische Edelfrau gesehen. Ihr sitzt hier dem Rest meiner Einheit in diesem jämmerlichen Ort fest, bis wir sie gefunden haben. Wer ist sie? Lady Elis. Er beißt sich auf die Lippe. Sie ist die Tochter von Fürst Nestor Harod und sie ist verschwunden. Er seufzt. Vielleicht könntest du in der Schenke mit Fürst Harod sprechen. Er wäre für deine Hilfe sicherlich sehr dankbar. Außerdem sagen dir die Dörfler vielleicht mehr als uns. Quest, Vermächtnis des Blutes. Lady Elis Harod ist in dem ruhigen Dorf Dürfurt verschwunden. Fürst Harod ist außer sich vor Sorge und sie um sie und befürchtet, dass die Dörfler absichtlich etwas vor ihm verborgen halten. Eine Wache auf der Brücke nach Dürfurt hat mir berichtet, dass Fürst Harods Tochter verschwunden ist. Laut alle übrigen, die in dieses Hauses Harod stehen, haben das doch nachher abgesucht, vergebens. Fürst Harod wartet in der Schenke, weiß gewiss mehr über ihr Verschwinden. Solltest du sie finden, eskortiere sie. Ja, Dörfler. Gellewin sei verflucht für solche Monster, der Rest der Glitter gleich mit. Ah, was hast du für ein Problem?
Vor einem zerstörten Pferd läuft ein Mann wütend auf und ab, sein verwittertes Gesicht verzerrt vor Zorn. Er wird so von seiner Wut eingenommen, dass er dich gar nicht zu bemerken scheint. Bei Galvains geiferten Biester, verdammtes Drecksbildnis, dreimal verdammte Salzpiep mit ihrem klitschigen... Ja, ich muss mir das echt angewöhnen, ich sollte solche Wörter nicht vorlesen. Die muss ich auspiepen. Was ist passiert? Du solltest wirklich darauf achten, was du sagst. Pass auf, wohin du gehst, ihr denn da. Das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg, zu den Göttern zu beten, ja. Bisher haben sie mir ja einen tollen Bärendienst erwiesen. Schau dir nur dieses Durcheinander an. Mein Ferkel ist ruiniert und bis auf ein paar mager Ferkel ist alles weg. Beruhige dich und erzähl mir, was passiert ist. Er beißt sich auf die Unterlippe und schließt seine Augen. Seine Masenflügel blähen sich mit jedem schnellen, wütenden Atemzug auf. Meine Alte sagt mir immer, dass ich mein Temperament unter Kontrolle halten soll. Einfach tief einatmen und bis 10 zählen. Er seufzt. Vor nicht allzu langer Zeit ist ein Ogre in die Gegend gezogen. Die Leute haben ihn und seine Spuren ab und zu im Wald gesehen, aber er schien sich vom Dorf fernzuhalten. Zumindest dachten wir alle das, bis er sich meine Schweine geschnappt hat. Jetzt haben alle Angst, dass er Appetit auf Gestandene bekommt, sofern er den nicht schon hat. Hast du gesehen, wie der Ogre seine Schweine raubte? Wer sonst hätte meinen Pferd zerstören und mit einer Herde abhauen können? Und gleichzeitig sucht der Rest des Dorfes im Wald nach einem 3 Meter großen Monster. Ich weiß, dass ich meine Schweine nicht mehr retten kann. Dieses Ding einen Kopf kürzer gemacht zu sehen, würde mich aber trotzdem beruhigen. Wenn du mir seine hässliche Birne bringst, werde ich sogar etwas dafür eintauschen. So dass ein Bauer wie ich viel weniger Verwendung hat als so ein Krawallmacher wie du. Was weißt du denn über den Ogre? Sowas gibt es doch nicht da, wo du herkommst, oder? Oh, er wird sich von anderen bestimmt nicht unterscheiden. Ein großer, hässlicher Piep mit cholerischem Temperament und einem Hunger, der seinesgleichen sucht. Trigel könnte dir mehr über ihn erzählen. Er behauptet, ihn im Wald gesehen zu haben. Du kannst ihn in seinem Laden direkt neben dem eingestürzten Turm finden. Brauchst du sonst noch was? Nee. Neue Quest, die Not eines Bauern. Okay, wir haben schon mal 2 neue Quests hier bekommen. Dörfler, Wachposten des Hauses Harald und Dörfler. Da könnten wir was stehlen. Ihr müsst etwas gesehen haben. Ich habe doch nicht zufällig hier dagegen deine junge Fische Edelfrau gesehen, oder? Nicht viele neue Gesichter heutzutage. Die meisten sehen zu, dass sie aus Dürfurt wegkommen. Bist du schon in Trutzburg gewesen? Wenn wir zurückkamen, soll es dort keine Hohlgeburten geben. Das stimmt leider so auch nicht. Wintritz Waffen und Rüstungen. War hier nicht irgendwo eine trauernde Mutter? Ach, da oben. So, da ist die Schenke. Okay, alles, was sie hier machen würden, wäre Diebstahl. Hm? Oh, Pilgerkrone. Gut, dann gucken wir erstmal hier raus, dem Weg entlang. Dürfurt Flusskreuzung, okay. Und mein kleiner Wurm folgt mir. Die Frau blickt kurz durch dich hindurch, als wüsste sie gar nicht, dass du hier bist. Okay. Und sie schwingt ein Schwert. Trauernde. Ist das ein neues Gruppenmitglied? Diese Bauersfrau mittleren Alters trägt Lederkleidung, die ihr bis zum Knie reicht. Sie bearbeitet holzriges, farbloses Gemüse, das in einem Haufen vor ihr liegt. Wobei sie mit einem Gemüsemesser die Köpfe der langen, faserigen Stängel abschneidet. Letztere wirft sie einen nach dem anderen weg und legt die Gemüseköpfe in einen kleinen, wiegenartigen Korb vor ihr. Sie grüßt dich, als du dich näherst. Du weißt nicht mal, ob sie weiß, dass du da bist. Entschuldigt bitte? Die Frau antwortet nicht, sondern schneidet mit gleichmäßigem Rhythmus die Gemüseköpfe ab. Sie könnte auch taub sein. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass sie dich gehört hat. Die Frau studiert. Auf den ersten Blick scheint sie nicht mehr als eine unscheinbare Frau mittleren Alters zu leiden. Vielleicht etwas weniger ernst als die meisten, die mehr auf die Strickarbeit auf ihrem Schoß als auf ihre Umgebung konzentriert zu sein scheint.
Jedoch bemerkst du plötzlich, dass sie nicht mehr das Gemüse vor sich bearbeitet, sondern webt. Und dass die Gemüsetöpfe vor ihr verschwunden sind.